Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo auch nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Erst einmal, Freunde, wir hören rein bei Fake von Reportagen nach einer Ewigkeit. Es ist 3 Wochen her, knapp 2,5 Wochen, dass dieser Song rausgekommen ist. Und der ist rausgekommen, als ich gerade... wo war ich da? Wo war ich denn da? Ich war in Kassel bei den Mavi-Jungs und da haben wir gechillt. Über ein Wochenende. Und der kam, ich glaube, am Freitag raus und ich bin Freitag um 6 Uhr morgens losgefahren. Von daher habe ich den Song dann aktuell nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt habe ich die Zeit gefunden, dennoch ein wunderschönes Video für euch aufzunehmen, Freunde. Link zum Original ist in der Beschreibung. Ihr werdet den Song schon alle gehört haben. Denke und hoffe ich. Wir hören jetzt rein. Link zum Original ist in der Beschreibung. Hab ich das nicht gerade eben gesagt, Bro? Holy fuck, bin ich lost. Okay, produziert das Ganze von Black Rose Beats. Und das Mix and Master ist von Caesar. Wir hören rein, let's go. Oh, klassischer Black Rose Beats, klassischer geiler Billy Beat. Baby Billy Beat. Wir sind die Gemeinde, sind ein Haufen Geschirr. Und deutsche Rapper hören sich an, so wie die maulende Mörte, wenn ich im Mitte. Die maulende Myrte. Harry Potter, Freunde. Harry Potter, und der Stein der Weisen war das tatsächlich schon, oder? War es im ersten Film die maulende Myrte? I'm not quite sure. Aber maulende Myrte, Ehrenmyrte, Freunde. Ist auf der Top 5 an Lieblingsmyrten? Top 2. Und deutsche Rapper hören sich an, so wie die maulende Myrte. Wenn ich im Internet surfe und diese Stimme nur höre, will ich die Szene hier stürmen mit einem Wenn ich komme. Das ist einfach so ein perfekter Beat für ihn, Mann. Das ist so ein perfekter Beat. Das erinnert mich an Bonnie Trash Dishen. Bonnie Trash Dissen, oder? Hat er das nicht so einen ähnlichen Beat? Ich glaube schon. Er kommt da so gut drauf, Mann. Er rattert da so rüber. Gucken alle auf den Boden, alle rappen über Bitches, dicke Autos oder Drogen. Kleine Blender, die nur posen. Stabile Jacke, Bro. Posen mit ihrem Modeschmuck. Mein Pimmel ist so groß, ich hab ihn selber hochgelutscht. Mein Pimmel ist so groß, ich hab mich selber hochgelutscht. Du machst Mucke für die anderen und ich mach Mucke für die Leute, die halt anders sind. Komme nicht mehr lelele, denn du hörst dich dabei an, als wärst du gerade in dem Wehen. Loredana kommt mit Rücken, die Muskel betont mit den Schusswaffen drohen. Nee, das wusste ich schon. Keiner fickt den Reportagen, Motherfucker. Holy shit! Erinnert mich an Lucifer. Lucifer, Morningstar. Gute Serie, ich schaut gerne rein auf Amazon Prime, wobei mittlerweile auf Netflix, glaube ich, haben sie gekauft. Sehr empfehlenswert. Die in der Club-Edition. Sieh jetzt die Gemeinde, Digga, dulde die Skandale nicht. Ein Newsam würde sagen, Ereignisse überschlagen. Seh ich, du warst auch ein Kind, aber rede schon deine schlechten Pranks. Ketchup mit Cola, warum nicht Pisse mit O-Saft? Ketchup mit Cola, warum nicht Pisse mit O-Saft? Damn, um wen geht's hier? Drücken die Muskel betont mit den Schusswaffen drohen. Nee, das wusste ich schon. Keiner fickt den Reportagen, Motherfucker. Sugar Daddy in der Club-Edition. Sieh jetzt die Gemeinde, Digga, dulde die. Ah, Z-Max, okay. Skandale nicht, ein Newsam würde sagen, Ereignisse überschlagen. Seh ich, du warst auch ein Kind, aber rede schon deine schlechten Pranks. Halt schon mit Cola, warum nicht Pisse mit O-Saft? Das kann ja sein, dass du damit die kleinen Kinder beeindruckst. Abonniert alle mein Channel und dafür schlag ich mein iPhone. Was sind das für Methoden? Wie? Er geht aber weiter, Freunde. Er würde auch. Ihr kennt alle diese Fail-Videos, wo Leute so eine Rolltreppe falsch hochgehen. Die Rolltreppe fährt nach unten, aber die versuchen da hochzugehen. Er wäre einfach oben. Mit einem großen Schritt wäre er oben. Astrologe bei FIFA, ein Schlag auf deine Kopf-Robo, wer bei dir effektiver? Na, stabiler Hook, Bro. Chillig. Das Ding ist, das hört sich halt Real Talk fast schon besser an als gewisse andere Hooks. No front. Ich bin bereit für die Perch. Bist du bereit für die Perch? Ich bin ready. Seid ihr bereit für die Perch? Ja. Yeah. Wir sind bereit für die Perch. Bist du bereit für die Perch? Ich bin bereit für die Perch. Perfect. Ey, dieses Perfect. Wo ist das nochmal? Wo ist dieses Perfect? Ich kenn das. Perfect. Oh, dieser Beat! Holy shit! Du bist fake. Ja, du bist anders als Influencer und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Und die tragen Gucci bei den Zellen, halt die Fresse, dummer Hater, ich bin reich. Du bist fake. Heute gibt es Late Night Fans. Heute gibt es Late Night Fans. Du bist. Da seh ich mich. Fake. Ja, du bist anders als. Was ist das für ein Beat? Holy shit, Mann! Influencer und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Digga.
Digga, Kakteen sind einfach auch das Ding, Alter. Kakteen sind auch einfach das Ding. Ich liebe Kakteen. Du bist fake. Tobi dran und Gucci wandelt selber in die Fresse, dummer Hater, ich bin reich. Du bist fake. Heute gibt es Late Night Sex. Heute gibt es Late Night Sex. Du bist fake. Mir noch Latte, wenn die ganzen Rapperbälle schieben, der mir zu ficken ist nicht gut, so wie mit Hämorrhoiden. Fahrrad fahren, Bitch, ich hab ein Arsenal voller Kragerparts, die dann Arsch hart ficken wie dein nicht auf Hardgas. Heute rollen Köpfe so wie damals, Mittelalter Marktplatz. Und obwohl ich noch nie in den Charts war, hab ich mehr verkauft als jeder vierte Rapper, der schon in den Charts war. Ihr habt mich Bro. Hey, Digga, ich will dir auch einfach einen Kuss geben, Bro. Schöner Mann auch, Billy, by the way. Schaut ihn an. Schöner Mann. Ey, aber Real Talk, Digga. Das ist einfach so wieder ein Paradebeispiel dafür. Ein Paradebeispiel dafür, wie er das so einfach aussehen lassen kann, sag ich mal. Aber wir alle wissen, Digga, er rasiert gerade komplett und kommt so gut auf diesen Beat. Aber es sieht für ihn so aus, als ob er sich denkt, ach, muss ich mal wieder zeigen hier, muss ich mal wieder was machen, wie es wirklich geht. Digga, einfach zu nice. In den Charts war, hab ich mehr verkauft als jeder vierte Rapper. Ach, diese Jacke, die fittet echt babamäßig. Der schon in den Charts war. Ihr habt mich gerufen, so wie Shen und die Drachen. Joel, ihr ändert seinen Namen, er macht jetzt hunderte Lieder. Und jetzt die sogar Matratze, komm nicht mal klar auf sein Leben, als jemand gerade aus der Klasse. Jetzt macht er einen auf Britney und rasiert sich eine Glatze. Das muss man sich mal... Hat er eine Glatze sich rasiert? No way. Der wird mir nur ab und zu noch vorgeschlagen auf diesen cringe Instagram Meme Compilations oder sowas. Aber sonst höre ich gar nichts mehr von dem. Also nicht, dass ich früher irgendwie Kontakt zu ihm hatte. Aber allgemein hat er früher was mitbekommen noch irgendwie. Aber ich höre gar nichts mehr von ihm. Geben, Digga. Wenn du willst, dann nehme ich dir nochmal dein Leben, Digga. Und weil du Leute überzeugst, dass du Rapper bist, dann wird's mal wieder Zeit, dass ich ein Rapper. Och, Digga. Eigentlich hat er diese Aufmerksamkeit gar nicht mehr verdient. Ich bin bereit für die Perch. Bist du bereit für die Purge? Seid ihr bereit für die Purge? Wir sind bereit für die Purge. Bist du bereit für die Purge? Oh, bitte, gib mir nochmal einen Kick, gib mir nochmal einen Kick. Ich bin bereit für die Purge. Ich bin ready dafür. Bitte. Perfect. Danke. Danke. Du bist fake. Ja, du bist anders als du als auch. Die Leute lieben dich für deine Reihe. Du bist fake. Und die drei Gucci Ball in der die Fresse. Mega nice, Mann. Du bist fake. Das ist der altbekannte Staubengel. Den mache ich bei mir auch, wenn ich so wie immer eigentlich einmal im Quartal anfange, meine Wohnung zu saugen. Dann lege ich mich erst auf den Boden und mache einen kleinen Staubengel. Und dann macht das Aufsaugen auch viel mehr Spaß. Digga, Real Talk, sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Sehr, sehr nice. Dieser eine Autotune-Ding ist natürlich wieder... Ich hoffe, dass das in der Spotify-Version nicht drin ist, ja? Ich hoffe, dass es in der Spotify-Version nicht drin ist. Das wäre für den Hörgenuss ein bisschen angenehmer dann. Oder dass er das gecuttet hat vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber ansonsten sehr, sehr nice, Alter. Damn, der zweite Beat, er kam so gut da drauf. Gerade der Einstieg war zu krank. Und noch die kleinen Shots gegen Z-Max und gegen Öli. Was soll ich sagen, ey? Alles in allem, sehr stabiler Song. Und ich freue mich allgemein immer, wenn Mucke von Billy kommt. Ich glaube, der Song, den ich am öftesten immer noch höre, ist Hang Bros. Weil ich ihn damit so entdeckt habe, mäßig. Also ich habe den Master Scorpion das auch gehört. Aber Hang Bros war der, den ich wirklich sehr, sehr oft gehört habe. Und das ist auch der, den ich aktuell dann immer noch irgendwie am öftesten höre. Und die Blutsauger-Sachen natürlich. Ja, Mann. Und Krone im Herz. Das sind so meine Favorites, glaube ich sogar. Die ich immer am meisten höre noch aktuell. Naja, Freunde, hey, das war's jetzt relativ spät mit Reportagen und Fake. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen oben, da würde ich mich so freuen. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.